Hallo meine Lieben. Schön, dass du wieder vorbeischaust. Super, dass sich dieses Thema angezogen hat. Bereut er das, was zwischen euch vorgefallen ist? Ich möchte das, was vorgefallen ist, unter die Lupe nehmen und schauen, inwieweit die Person, an die du ab jetzt denken darfst, Wichtiges erkannt hat und ob es der Person auch leid tut. Wie geht es ihm heute? Wie fühlst du dich? Was denkt er, hätte er besser machen können? Das sind so alles einzelne Themen in der heutigen Legung. Sind für dich zwei Decks vorbereitet? Zwei Steine, zum einen Bergkristall und hier hast du den grünen Kalzit. Okay, die Zeiten findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Hinterlasse mir auf jeden Fall deine Kommentare, wie es mit dir resoniert. Du kannst dieses Video auch komplett schauen. Meine Videos sind zeitlos, sie sind immer dann gültig, wenn du die gefunden hast. Ist egal, wann ich die aufgenommen habe. Und falls du Bedarf hast nach der Legung, dass ich genau auf dich schaue, dass ich dir eine private Legung mache, dass wir auf deine Situation gucken, dann kontaktiere mich per E-Mail und wir tauschen uns aus und ich sage dir Bescheid, ob ich dir helfen kann. Okay. Position Nummer 1. Herzlich willkommen zu dieser allgemeinen Legung. Bereut er das, was zwischen euch vorgefallen ist? Ja oder nein? Heute bekommst du eine eindeutige Antwort von mir, von den Karten. Ich werde dir diese überbringen. Lass uns starten. Wie geht es ihm? Wie geht es ihm? Mit der Situation, mit dem Ganzen. Das soll er uns jetzt erzählen. Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Falls hier das Thema des Weggehens Bestand hat, aufgrund auch der schwierigen Konstellation zwischen euch oder Situation, dann hofft er, dass es sogar bei euch zu den neuen Ufern gehen kann. Dass da eine Entwicklung möglich wäre. Wie geht's ihm noch? Du ziehst ihn magisch an. Ohne dich ist nicht einfach. Ohne dich schwer. Du bist wichtig. Du bist eine schöne Frau in seinen Augen. Er denkt oft an dich, an dein Gesicht, an deine Haut, an deine Hände, deine Augen, Haare. Er möchte dich auch küssen. Er ist jetzt hier sehr, sehr romantisch eingestellt. Falls ihr lange keinen Kontakt mehr hattet oder es zu einem gewissen Entfernung zwischen euch gekommen ist, dann ist dieser Mensch sehr in Nostalgien gefangen. Er erinnert sich an die Vergangenheit mit dir, an die wunderschönen Momente mit dir, an eure Dates, an eure gemeinsamen Feierlichkeiten, an die Zeiten, wo es schön miteinander war.
Hier ist generell jemand, der seine Vergangenheit nicht so gerne vergisst und sich oft an schöne Momente erinnert, sammelt auch so wunderschöne Erlebnisse. So ein Sammler, der es auch genießen kann, schöne Momente im Leben zu haben. Und der diese Momente auch genießen kann, auskosten. Er nimmt seins aus dem Augenblick. Eine sehr gute Eigenschaft. Er möchte noch eine Chance bekommen. Wenn du dich fragst, ob er jetzt glücklich ist mit sich selbst, ich würde hier eher Nein sagen, weil er eben dich immer noch nicht vergessen hat und hat auch hier nicht vor, dich zu vergessen. Er findet auch, du findest den richtigen Pfad, du findest den richtigen Draht zu ihm. Das hast du schon immer gekonnt. Und du schaffst es nochmal. Wie fühlst du dich dabei? Na, dir geht es im Gegensatz zu ihm nicht so schön und optimistisch. Ja, er hat Bestand in deinem Leben. Ja, du denkst an ihn. Ja, du fühlst auch die Anziehung. Ja. Aber eben irgendwo ertappst du dich bei dem, dass du zu viel illusionierst. Ja, dass du zu viele falsche Träume hast. Dass du dich nicht entscheiden kannst. Dieser Mensch bringt dir auch oft schlechte Laune. Enttäuscht sein, verletzt sein, alleingelassen sein. Aus deiner Sicht hätte er anders sein können, er hatte die Möglichkeit dafür, aber hat diese nicht genutzt. Oder du hoffst, dass er das immer noch tut, dass er auch die Verantwortung übernimmt. Für dich, für die Situation. Was denkt er, hätte er besser machen können? Er hätte nicht so schnell handeln müssen. Er hätte noch geduldiger werden können. Er hätte dir auch recht geben sollen, weil es eben einen gewissen Grund gab, weshalb du dich so verhalten hast. Er hätte dir mehr vertrauen können. Mehr Vertrauen an dich als Person, an dich als Frau, an dich, an deine Kräfte, an das, dass du genug Verstand hast, genug Energie hast, genug Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, was auch immer. Dass auch deine Sicht der Dinge richtig ist. Das hätte er machen können. Er hätte das einsehen können. Er hätte auch sehen können, dass du Gefühle für ihn hast. Dass du auch von Emotionen geleitet warst. Dass deine Worte vielleicht nicht zum glücklichen Zeitpunkt kamen, aber die kamen vom Herzen. Die kamen von deiner Seele. Ja, da hast du aus deiner Seele gesprochen. Okay, was könnte er auf keinen Fall tun können? Was hätte er auf keinen Fall tun können? Wobei interessant, ich habe es mir schon so notiert. Was könnte er auf keinen Fall tun
können. Ja, das ist ein Widerspruch in sich, aber es gibt keine Widersprüche. Wenn ich hier etwas Falsches sage, in Anführungszeichen, ist es immer noch für einige von euch richtig. Das hat eine gewisse Resonanz dann für einige von euch, ja, die zuschauen. Es gibt keine Versprechen. Also er hätte etwas machen können. Ja, nicht, dass es hier so heißt, er könnte das auf gar keinen Fall machen. Nein, doch, das wäre möglich. Ich möchte jetzt wissen, was ist das? Was denkt er vielleicht? Er kann das nicht, aber wie wir jetzt erfahren haben, kann er doch wohl. Was ist das? Die Dinge so annehmen, wie sie gekommen sind. Und verstehen, dass es die Gerechtigkeit auch im Spiel war. Das, wie du gehandelt hast. Es war fair, das anzunehmen. Er hat es nicht angenommen, dass das fair war. Aber er könnte. Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er das nicht gemacht? Hat seine Chance verpasst. Er hat seine Chance verpasst. Er war zu langsam unterwegs. Er dachte sich, er kann noch Zeit lassen. Die Dinge werden noch gut. Aber das war falsch. Das war eine falsche Einschätzung. Er hätte hier annehmen können, ja. Aber es war zu spät. Es war zu spät. Okay, und nun, bereut er denn das, was vorgefallen ist zwischen euch? Du hast hier dann auch noch abrupt gehandelt. Ja, du bist aktiver geworden. Und das hat auch seine Aktivität beendet. Und die Tür schloss sich. Und er sah auch kein Licht mehr. Ja, er hofft, er denkt, dass diese Tür noch aufging. Kann oder könnte. Bereut er es? Ja, eindeutig. Die Tür ist zugefallen. Kann er nichts machen. Er ist schon am Boden zerstört, ja. Sei es ganz, ganz, ganz tief. In seinem Inneren leidet er so ganz, ganz, ganz alleine, ganz für sich. Wie diese Gestalt hier. Ja? Das ist hier die 9 der Schwerter. Es tut weh. Es ist schade, dass er sich so verhalten hat. Da sind die Ängste aufgetaucht. Hat auch Angst vor Veränderungen. Jetzt ist alles so anders. Jetzt ist alles so unklar. Jetzt muss er viel denken, viel überlegen, wie er sich sonst noch gibt, wie er weiterlebt. Er hat über sich nachgedacht, wie er tickt, wie er sich auch verändern kann, wie er sich transformieren kann, wie er seine Persönlichkeit umwandeln könnte. Es sind so viele Gedanken. Und die machen Stress. So richtig viel, viel Stress. Es sind so viele Ängste aufgeploppt. Er möchte mehr Leichtigkeit. Er möchte wieder sein Leben genießen. Er will auch nicht, dass du in diese Abwehrhaltung gehst. Er hofft,
dass es zwischen euch noch ein gutes Ende sein kann. Er ist tief auch mit dir verbunden. Vielleicht denkst du, er sei dein Seelenpartner. Ja, hier, das ist hier auch so der Fall. Und er möchte Frieden mit dir schließen. Sei es, wenn es schon zu Ende ist, für immer und ewig, ja, und du Bescheid weißt und er weiß Bescheid, er möchte trotzdem in Frieden gehen. Wenn es noch einen Funken Hoffnung gibt, dann möchte er erneut auf dich zugehen. Gibt es denn einen Funken Hoffnung? Ja, gibt es. Ja? Wenn die Gefühle beidseitig sind, wenn du noch in deinem Herzen Liebe empfindest für diesen Menschen, dann gibt es. Hier auch die Message, ihr passt zueinander. Ihr gehört auch zusammen. Sei es für einen kurzen Moment, sei es für das ganze Leben. Das ist nicht so unwichtig, wie sich das Ganze zwischen euch entwickelt und wo es mündet. Aber hier ist die Entwicklung in Sicht. Falls du das möchtest, natürlich. Gut, meine Liebe, einen Ratschlag für dich möchte ich abholen. Und zwar bei diesen wunderschönen Orakelkarten. Wunder. Hier will uns diese Karte sagen, dass du an Wunder glauben sollst. Und dass die Wunderenergien dich unterstützen. Und gib dir auch Glaube an dich selbst. Und dass du auch Teil des Ganzen bist. Du bist Teil der Quelle, der wunderschönen Quelle. Und du sollst auch glauben, dass alles möglich ist. Ja, an Wunder glauben. Du glaubst nicht an Wunder. Aber ab heute sollst du an Wunder glauben. Meine Liebe, wenn dir diese Legung gefallen hat, dann, wie gewohnt, würde ich mich über deinen Like sehr, sehr freuen. Vielen Dank dafür. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du meine Videoinhalte nicht verpasst und immer auf der Hut bist und Bescheid weißt. Okay? Alles Gute für dich. Ja. Position Nummer 2. Herzlich willkommen. Bereut er das, was zwischen euch vorgefallen ist? Heute möchte ich die Raben befragen. Die weisen Raben. Bereut er das? Und wie geht es ihm? Wie geht es ihm heute? Hier geht es darum, dass der Mensch sich Sorgen macht, ob er seine gute Position behalten kann oder doch aufgeben sollte. Oder wird. Die Königin der Kelche, eine gewisse Königin der Kelche, das kann auch du sein. Kannst du sein, ja. Zeigt ihm, dass es auch Konkurrenten gibt, dass es Konflikte gibt, dass es etwas zu meistern gibt. Und zwar kann das mit einem gesunden Verstand geschehen. Mit einer guten Entwicklungsgeschwindigkeit, die angemessen ist. Mit einer besseren Planung,
wie die Dinge sich zu entwickeln haben. Und auch mit Ausrichtung auf etwas, wofür man sich auch gerne Mühe geben möchte. Also, sodass hier für den Mann klar wird, dass wenn schon er um diese Königin der Kirche kämpfen möchte, dann muss er seine Beständigkeit zeigen können. Ist er denn beständig? Also, weißt du Bescheid, was, dass dieser Mann sich oft zwischen Frauen nicht entscheiden kann oder er hat auch mehrere Frauen, dann kann man natürlich hier nicht über Beständigkeit sprechen, ja? Und wenn er schon bei der Frau jetzt vermutet, dass er da Konkurrenten hat, dann kann es natürlich so sein, ja, das kann natürlich stimmen. Aber er soll zuallererst auf sich selbst schauen. Wie steht er da? Sind es seine Projektionen? Ja, er denkt, jeder ist so wie er. Dass jeder genauso unbeständig ist wie er. Da täuscht er sich wohl bei dir. Ne? Das sind ja auch schon seine Gedanken über dich. Was sind das für Gedanken? Ich mache alles richtig. Ich mache meine Welt so, wie sie mir gefällt. Also ich tue, was ich möchte, ja. Mir ist egal, was einer dazu sagt, ob es jemandem passt oder nicht. Ich lebe mein Leben, ich genieße es. Ich möchte froh durchs Leben schreiten und meine Existenz genießen in vollen Zügen. Ich möchte das Leben auskosten, wunderschöne Bekanntschaften haben, mich schön amüsieren. Und falls es dir nicht passt, dann ist es dein Problem. Dann hast du dir vielleicht einen Falschen ausgesucht. Dann siehst du meine anderen Qualitäten nicht. Oder du willst sie nicht sehen. Oder ich bin dir nicht so wichtig. Ich bin dir nicht so wertvoll. Ja, so redet er heute zu uns. Oh, okay. Aber ich denke, ich kenne langsam diese Person. Taucht immer wieder mal auf in meinen Legungen. Ja. Wie fühlst du dich dabei? Na, du hast schon Wichtiges erkannt. Du weißt schon, dass du die Sache genauso schnell beenden kannst, wie die angefangen hat. Dass du hier auch fair handelst, dass du auch gute Lösungen hast im Kopf, dass du gut gehandelt hast, dass dein Gewissen einfach rein ist. Dein Gewissen ist rein. Du hast hier nichts verbrochen. Du wolltest aus Harmoniebedürftigkeit auch handeln. Du wolltest ein friedlicher Mensch sein, so wie du eben bist. Aber in dieser Welt existieren Menschen, die leider sehr schnell den liebevollen Menschen, deren Kräfte rauben wollen. Deren Ressourcen, deren Energien abzapfen wollen. Ich sehe hier, du hast schon hier ganz viel verstanden. Ja? Dich hat diese Geschichte gelehrt, sich selbst
zu respektieren. Und du hast dich auch von einer anderen interessanten Seite kennengelernt. Du hast bei dir eine Stärke entdeckt, die du für dein Leben beibehalten möchtest, also die du sogar mehr entwickeln möchtest. Ist eine wunderschöne Entdeckung für dich gewesen. Deine Persönlichkeit ist transformiert durch diese unschöne Situation, diese schwere Situation, okay? So. Was könnte er oder was hätte er auf keinen Fall tun können? Das ist jetzt hier eindeutig. Er hätte das nicht machen können. Hätte dich nicht in Ruhe lassen können. Du warst sehr, sehr wichtig für ihn. Er musste das Schöne, was du geben kannst, haben. Er findet, das gehört auch zu ihm. Hier ist auch für einige von euch Information, dass dieser Mensch Frauen kollektioniert. Nicht für alle. Ja, ich behaupte nicht, dass es für alle ist. Aber hier ist so ein Sammler. Genau das Wort Sammler ist hier richtig. Und du warst in seiner Sammlung auch wichtig. Da darf kein Exemplar fehlen. Das darf nicht passieren. Also er hätte auf keinen Fall Finger von dir gelassen. Vielleicht nervt er dich immer noch oder hat dich lange genervt mit seinem Auftreten, mit dem, was er sagt, was er tut, mit seinen scharfen Worten, mit seinen manchmal unpassenden Entscheidungen oder zu einseitigen, zu egoistischen Entscheidungen. Bereut er denn das Ganze? Sein Herz ist verschlossen. Er geht von dem Schmerz auch weg. Ja, falls es ihm etwas auch nicht gefällt, wird er das niemals zugeben. Er hat das Ganze verdrängt. Er hat das Ganze nicht verstanden, nicht realisiert. Vielleicht ist es sogar gut so, dass das nicht angekommen ist. Ja, weil er soll noch da auf dem Niveau bleiben, wo er ist. Was er da erntet, das ist vielleicht dir bekannt. Ich kenne diese Person jetzt nicht persönlich, ja. Aber er ist immer noch in seinen Illusionen gefangen. Da soll er auch ruhig bleiben. Lass ihn dort schwelgen. Lass ihn dort hin und her schwirren und nicht wissen, um was es eigentlich im Leben gehen sollte. Ja? Keinen richtigen Lebensplan kennen oder haben. Bereut er denn das Ganze? Nochmal. Nein, also er bereut hier nichts. Seine Krone, die glänzt genauso wie früher. Hat an keiner Stelle Glanz verloren. Die Steine glitzern genauso gut. Also die Krone ist natürlich wieder sehr super poliert. Ja, alles ist hier unter Kontrolle.
Also als Antwort für dich, diese Person bereut es nicht. Er ist immer wieder bereit, aus dem Kelch der Liebe zu trinken, solange das Angebot da ist. Wenn das Angebot an einer Stelle wegfällt, dann gibt es andere Kelche. Es sind hier sogar 7 Stück. Ja, er kann sich reichlich bedienen. Das Angebot fliegt immer zu ihm. Ja, die wunderschönen Vögelchen sind immer da, wenn es sein soll. Jetzt möchte ich schauen, was gibt es denn für einen Ratschlag für dich in Bezug auf diesen Menschen? Was sollst du unternehmen? Du sollst eine Entscheidung treffen. Es ist dein Herzensmensch. Liebst du diesen Menschen vom ganzen Herzen? Bist du bereit, mit ihm eine Familie zu gründen? Wenn du da sofort Nein sagst, weil du nicht in diese Person deine Zeit, deine Liebe investieren willst, deine Ressourcen nicht investieren willst, wenn du ihm nicht vertraust, dann ist es doch hier alles klar für dich, wie ich annehme. Du sollst schauen, was möchte dein Herz? Hier geht es um eine Herzensentscheidung. Noch eine Orakelkarte für dich. Als Empfehlung, Autorität kommt hier ins Spiel. Du sollst auch für dich selbst eine gewisse Autorität dir selbst eine gewisse Autorität geben und auch deine Autorität stärken, sodass nicht nur diese Person, die wir hier sehen, Autorität hat oder dich irgendwo dominieren kann oder darf, sondern du hast genauso viel Recht, deinen Willen zu bekunden, deinen Willen zu haben und deine Bedürfnisse auch erfüllt zu bekommen, hast genauso viel Recht wie er. Und es wäre schön, wenn du dich mehr um dich kümmern würdest. Dass du schaust, dass du dafür sorgst, dass du zufrieden bist, dass du deine Ziele erreichst, dass du mehr Willenskraft ausarbeitest. Und das Ganze soll in Liebe geschehen. Das Ganze soll dir Gutes tun und auch deinen Menschen Gutes tun. Hier kommen noch die Engel. Und die Karte, es liegt ganz an dir. Werde aktiv und bleibe positiv. Setze deinen Willen durch. Stehe für dich ein. Und die Situation wird sich verbessern. Das ist die letzte Botschaft heute. Gut, meine Liebe. Wenn du heute mit mir auf einer Welle warst, dann hinterlasse mir einen Kommentar, einen Like. Abonniere meinen Kanal, falls du das immer noch nicht gemacht hast. Und wegen einer Privatlegung kannst du mich über meine E-Mail-Adresse kontaktieren. Falls du noch an einer Tarot-Ausbildung interessiert bist, dann findet bitte die Infos alle in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich freue mich auf dich immer wieder. Komme mich nochmal besuchen oder bleib einfach auf meinem Kanal. Ja, du kannst auch Mitglied werden, informiere dich auch darüber. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir ganz viel Mut, ja, ganz viel Erfolg und scheue dich nicht. Zeige dich.
Du sollst auch strahlen. Mach's gut, meine Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.